Ja, hallo Leute. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Wie ihr mitbekommen habt, dürfen wir leider keine Smoker-Events mehr veranstalten, aber wir haben uns was für euch überlegt. Und zwar planen wir, ein Smoker-to-go zu machen für euch. Das heißt, wir würden jeden Freitag den Smoker anschmeißen und wöchentlich ein bisschen was anderes für euch kreieren. Und das Ganze starten wir diese Woche mit einem Pulled Pork Burger to go. Und zwar ist das gute Stück. Wir würden das für euch alles soweit vorbereiten, dass ihr euch zu Hause das quasi nur noch mal ein bisschen warm macht und für euch selber anrichtet. Dazu gehört ein Focaccia-Brötchen, ganz einfach in den Toaster, einmal ein bisschen toasten, dass es schön knackig wird. Dann nehmt ihr euch den Coleslaw, wir packen euch alles separat in diese kleinen Vakuumbeutel. Das heißt, ihr könnt es euch dann abfüllen oder direkt den Burger fertig machen damit. Dann tut ihr ganz einfach den Coleslaw drauf. Dann nehmt ihr euch das Pulled Pork. Auch das könnt ihr, wie ich es hier gemacht habe, es kommt frisch aus dem Smoker, ist quasi warm, aber bis ihr zu Hause seid, kann es natürlich wieder ein bisschen kalt sein. Das heißt, tut es euch einfach in den Topf, macht ein bisschen Wasser dazu, dass ihr es nochmal schön heiß machen könnt. Das Ganze oben drauf. Dann geben wir euch natürlich auch die Barbecue-Soße mit. Die macht ihr euch einfach drüber. Und dann ganz am Ende einfach das Burgerbrötchen oben drauf. An der Seite würden wir euch noch ein bisschen Kartoffelsalat mit dazugeben. Und vorweg, wie ich es auch immer so schön sage, für das gute Gewissen, noch einen kleinen Beilagensalat. Dann ist das Ganze auch eine ganz runde Sache. Also dann, ich wünsche euch guten Appetit und vor allem bleibt gesund und bleibt daheim. Ciao.